we wake. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Mallorca. Wir sind jetzt schon seit einer Woche hier und ja, heute sind wir früh aufgestanden. Ach, hier vorne ist André von Oscar der Explorer. Mit den zwei stehen wir jetzt hier schon seit einiger Zeit und wir ja, sind heute früh aufgestanden und machen uns auf den Weg zu einem Flohmarkt hier in der Nähe. Unterwegs müssen wir noch ein bisschen Müll wegschmeißen und Wasser auffüllen. Und ja, wir sind gespannt, was der Tag mit sich bringt. Ja. Also würde ich sagen, fahren wir mal los. Let's go. Heading back to what used to be home. Passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. So, wir sind jetzt angekommen in, ja, ich verlinke euch, ich weiß gar nicht gerade, wie die kleine Stadt hier heißt. Ich verlinke euch das oder ich schreibe euch das einfach mal hin. Und ja, jetzt sind wir mal auf dem Flohmarkt und schauen mal, was es hier so gibt. Die Mädels freuen sich auf jeden Fall schon sehr. Heute war es das erste Mal, seitdem der Lockdown war und es war jetzt jeder zweite Stand geöffnet. Aber ich glaube, ab nächste Woche oder in 3-4 Wochen sind dann halt alle Stände, das heißt doppelt so viel. Und ich fand, da war schon echt viel. Müssen wir nochmal kommen. Ja, genau. Das war auch das erste Mal, dass wir wieder unter so vielen Menschen waren. Ne? Ja, seit das stimmt. Über einem Jahr. Ja, das war echt krass. Auch wieder schön. Das war richtig schön, ja. Und jetzt haben wir Hunger. Ja, jetzt gibt's Frühstück. So, Frühstück war gut und jetzt geht's weiter nach Palma. Ich bin ja schon sehr gespannt, weil man viel von Palma gehört hat. Aber erstmal müssen wir Wasser ausleeren und neues Wasser auftanken. Und dann werden wir mal schauen, was es so in Palma zu tun gibt. Jetzt mal zum IKEA. Wir brauchen nämlich noch zwei Regale und ja, Kamera bleibt hier, IKEA kennt man ja und zeigen euch danach, was wir und ob wir was gefunden haben. So, bei IKEA waren wir jetzt schon, wir zeigen euch gleich noch die Ausbeute. Und direkt hier neben IKEA ist aktuell die günstigste Tankstelle auf Mallorca und ja, jetzt werden wir uns hier nochmal voll tanken. Neben mir steht André, da vorne Roberto. Und ja, die Mädels sind noch mal kurz zum Müller gegangen, ein paar Drogerieartikel einkaufen und dann geht es zum Mediamarkt. Wir werden uns dann nämlich was ganz Tolles kaufen und dann geht es wieder zu unserem neuen Stellplatz. Also einen ganz schön vollen Tag, den wir uns hier heute gelegt haben und ich bin mal auf den neuen Stellplatz gespannt. Der soll nämlich richtig schön sein mit Höhlen und mit Blick aufs Meer. Mal schauen, ob wir da heute einen Platz kriegen. Denn bei so gutem Wetter ist halt auch sehr viel los. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Also unsere Ausbeute, der Klassiker, Gewürzregale.
Wir wollten nämlich noch da vorne zwei Stück hinmachen. Ja, hier über den Makramee. Platz Eingang. Zu sparen. In den Schränken. Und dann haben wir noch diese Packboxen hier. Der David hatte nämlich so ein bisschen Unordnung hier drin. Und dann haben wir gedacht, komm, da machen wir nochmal eine. Und ich glaube, das ist jetzt echt viel besser so und ordentlicher. Und dann haben wir noch... Was haben wir noch? Ah, wir haben uns noch so eine schöne Decke. Eine Decke, ne? Die ist vorne. Die ist hier. Genau, die haben wir uns auch nochmal geholt. Einfach, wenn man mal draußen sitzen möchte. Und wir haben so eine Picknickdecke. Und ja, kann man die dann eben schön oben drauf machen. Wir sind jetzt am neuen Stellplatz angekommen. Zeigen euch gleich mal noch ein paar Ausschnitte von hier. Das ist im Nordosten von Palma, Nordwesten von Palma. Und ja, wir stehen jetzt hier mit Laura und André, die ihr schon mal gesehen habt, und mit Roberto und Jessica von den Gypsy. Chip Travelers, genau. Ja. Und ja, es sieht ganz schön aus und jetzt folgen mal ein paar Eindrücke von dem Stellplatz. If there is something we need, it's a leap of faith. A step away from the comfort zone and be a little brave. Take a look around you. How far can you see? How far do you think you can run? Standing on your own knees. Ja, heute waren wir dann nochmal kurz nach der Tankstelle an einem Parkplatz von einem Supermarkt und haben gesehen, wie da ganz viele Lebensmittel weggeschmissen worden sind. Und dann haben sich auch, haben wir das hier gerettet. Ich meine, was soll ich dazu großartig sagen? Aber schaut mal, das sind alles noch Lebensmittel, die noch super genießbar sind. Teilweise läuft die Guacamole hier vorne erst in 2 Wochen ab. Kartoffel, Orangen, Bananen, da war noch viel mehr da, aber so viel können wir auch gar nicht verwerten. Und wir haben ein paar Lebensmittel gerettet und werden uns jetzt heute Abend alle drei Vans zusammen was Schönes kochen. Oh, es ist einfach so schön hier auf diesem Platz. Und wir kochen jetzt was, denn wir essen jetzt alle zusammen wieder draußen. Und bei uns gibt es die geretteten Spargel mit Knoblauch und einer veganen Sauce Hollandaise. Roberto und Jesse, die, was machen die eigentlich? Kartoffelstampf, glaube ich. Etwas mit Kartoffeln. Ja, Kartoffelstampf. Und Laura und André, die stehen da drüben, die bereiten vegane Köttbullar zu. Genau, und dann setzen wir uns alle hier raus und hoffen, dass dann gleich noch die Wolken verziehen und einen schönen Sonnenuntergang haben. Oh, sorry. Kann okay. Ich warten. Gut, weiter geht's. Geil. Einen guten Appetit. Oh ja, das ist doch illegal. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. It's a beautiful world out there. A bit frightening, something you don't know. You need a little enlightening, it'll make you grow. It's a beautiful Good morning. Ja, der gestrige Abend, der war noch richtig schön. Wir saßen noch bis nach dem Sonnenuntergang draußen. Und heute ist ein neuer Tag, die Sonne scheint, das Wetter ist sehr gut und wir wollen heute noch mal nach Palma de Mallorca fahren, weil wir noch ein paar kleine Erledigungen machen müssen und auch Einkäufe und wir müssen zur Wäscherei. Und wir wollen mal versuchen, ja, quasi eine ganze Woche dann uns auf einen neuen Stellplatz zu stellen, denn Melli und ich, wir haben dann morgen unseren Hochzeitstag und den wollen wir auch mit Laura und André verbringen und da wollen wir uns einfach ein paar schöne, gemütliche Tage machen. Aber jetzt trinken wir erstmal Kaffee und dann geht's los. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. So, Schatzelein, eine Portion Glück von unseren Nachbarn.
marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. Ja, wir haben jetzt richtig schön gefrühstückt. Wir sind jetzt schon mal vorgefahren. Wir wollen heute noch Wäsche waschen, einkaufen. Auf dem Weg werden wir noch mal ein bisschen Wasser auffüllen. Und später treffen wir uns dann mit Laura und André in Palma. Wir wollen halt noch ein bisschen durch Secondhand-Shops shoppen und uns hoffentlich auch mal ins Café setzen, weil es dann in Palma sehr, sehr gute Speciality-Coffees geben und da freuen wir uns schon riesig drauf. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't. Oh, eingekauft haben wir, Wäsche gewaschen und Wasser haben wir auch aufgefüllt. Jetzt sind wir gerade in Palma de Mallorca angekommen und die Mädels, die wollen ein bisschen shoppen. Wir haben nämlich eine gute Empfehlung bekommen von Laura. Und Melli hat da Bock drauf. Und jetzt gehen wir hier rein in den Vintage und Actual Secondhand Store. Ja, vielleicht finden wir beide auch was. Ja, wir haben nichts gefunden, aber es war richtig schön, ein bisschen zu stöbern. Und jetzt gehen wir Kaffee trinken. No. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here, wild and free. They say we're crazy. Oh Gott, ich bin so ein bisschen müde heute. Deswegen trinkst du ja Kaffee. Ach so, jetzt. Also wir haben es jetzt noch gerade so zum Kaffee geschafft. Wir haben total vergessen, ins Kaffee geschafft. Wir haben es nämlich gerade total vergessen gehabt, dass ab 17 Uhr die Kaffees zumachen auf Mallorca. Und wir durften aber noch To-Go eins mitnehmen und der schmeckt einfach so lecker. Nach was schmeckt denn deiner? Meiner ist fruchtig und schmeckt nach... Keine Ahnung. Nach leckerem Kaffee. Ja, da vorne ist nämlich diese Kaffeerösterei. Und weil wir auch schon oft gefragt werden, wo wir Kaffee empfehlen können. Also hier wird auf jeden Fall selbst geröstet. Und ich bin auch echt begeistert, muss ich sagen. Ja, Laura mag den Kaffee auch. Ich bin so ein Plorre-Trinker sonst, aber das ist echt ein Unterschied. So, wir hatten jetzt einen richtig schönen Tag in Palma, wir haben ein paar Secondhand-Shops erkundet und einen guten Kaffee getrunken und jetzt machen wir uns langsam wieder zurück zu unserem Stellplatz oder zu unserem neuen Platz, weil um 17 Uhr machen auf jeden Fall alle Cafés zu und die Geschäfte weiß ich gar nicht genau. Ja, ich glaube auch so demnächst bald. Auf jeden Fall ist es relativ leer und ja, ich glaube die Restaurants machen dann nochmal für 2 Stunden von 7 bis um 9 oder sowas auf.
Ja, mal wieder einen wunderschönen guten Morgen. Heute wieder von einem neuen Stellplatz. An dem sind wir gestern Abend angekommen, da war es schon dunkel. Und Laura und André stehen auch neben uns und wir sind jetzt gerade aufgewacht und trinken erstmal einen schönen Kaffee. Und Melli und ich, wir haben heute Hochzeitstag und ja, werden danach schönen Picknick am Strand machen und euch dann auch mal den Strand hier zeigen. So ihr Lieben, kurzes Vlog-Takeover. Ich muss hier eigentlich auf die Sachen aufpassen, weil die Melli, der David und Laura, die machen gerade Sport und ich soll jetzt mal ganz kurz zeigen, was die da machen. Was für den Bauch machen, würde ich sagen. Also Kopf nach hier. Okay? Alles klar. Und los. Eins. Ja, jetzt haben wir richtig schön gekocht. Wir haben schon alles vorbereitet. Wir haben nämlich vor, heute mit unserem Tisch, mit so einem Campingtisch, vor zum Strand zu laufen und dort zu Abend zu essen. Wir hoffen, dass da dann nicht mehr so viele Leute sind, dass wir uns da ausbreiten können und es zu einem Privatstrand verwandeln können für uns. Ja, es war jetzt auch nicht so viel los tagsüber, ne? War ja trotzdem auch ziemlich. Ja, es war okay, aber es war trotzdem viel los. Also jetzt, wenn da die Menschen wären, würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Tisch davor laufen. Man fühlt sich dann halt einfach nicht so wohl, wenn da so viele Leute sitzen. Nee. Aber man hatte Platz, alles war jetzt überhaupt nicht überlaufen heute. Nee, es ist echt noch okay. Ich denke, das ist noch, die Jahreszeit ist noch okay. Abendessen ist gekocht und der Tisch ist auch schon gedeckt. Schaut mal, wie schön wir das hier haben. Mit so einer schönen Aussicht habe ich schon echt lange nicht mehr gegessen. Und wir haben richtig lecker gekocht. So, würde ich mal sagen, guten Appetit. Guten Appetit. Heute scheint so ein richtiger Tag zu sein, wo der Wurm drin ist. Nicht nur, dass mir der Zahn vorne abgebrochen ist, dem Nachbarn nebenan ist noch die Küchentür rausgefallen, die Scharniere war locker und uns ist eben noch unser Abwasserkanister übergelaufen. Wir haben nämlich beim letzten Mal Wasser an der Tankstelle aufgefüllt, aber das Abwasser da nicht weggemacht, weil das hat einfach nicht gepasst. Und ja, jetzt riechen die Hände leicht nach Erbrochenem, aber es wird schon wieder. So Tage gibt es nun mal auch. An denen nicht alles glatt läuft und trotzdem ja, gehört das einfach auch irgendwie dazu. Und der Nachbar hat seine Küchentür reparieren können. Abwasserkanister ist geleert, jetzt ist der Bus auch wenigstens komplett sauber. War mal ein Grund, hier alles durchzuwischen. Und ja, wir kümmern uns gegen den schlechten Geruch und gehen jetzt gleich mal raus, duschen. Und ja, morgen kümmert sich hoffentlich der Zahnarzt um meinen Zahn.
Ansonsten werden wir dann noch was essen und ja, ich glaube, dann war es das auch für heute. Drückt mir die Daumen, dass wir morgen beim Zahnarzt wieder mit einem ganzen Zahn rausgehen. Okay, somit sind wir am Ende des Vlogs angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar und einen Daumen da. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und ja, unsere zwei Nachbarn, die ihr da gesehen habt, bei denen dürft ihr auch auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Das ist einmal Oscar the Explorer, Laura und André. Und einmal die Chirpy Travelers, Roberto und Jessica. Die Drohnenaufnahmen, die stammen von André. Und ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass du uns die zur Verfügung gestellt hast. Und ja, auch vielen Dank, dass wir so wunderbare, schöne Tage mit euch verbringen durften. Wir hoffen, wir werden noch ganz viele wunderschöne Tage mit den beiden haben. Und ja, und wir machen es uns jetzt erstmal gemütlich, denn ja, falls ihr uns noch nicht kennt auf Instagram, da könnt ihr uns auch folgen und da seht ihr, dass wir abends immer ganz schön zusammen essen. Und das werden wir jetzt heute auch machen. Also, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Sonntag. Heute ist nämlich Muttertag. Und wenn wir es schaffen, dann ist das Video auch gleich online. Also, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Let's make miracles.